Hallo zusammen, heute wieder Neues aus der Werkstatt. Und ja, wir können es immer noch nicht. Was? Autos am Telefon reparieren. Warum es nicht? Geht nicht. Kannst du es? Dann sollen ja, die kann hier. Ich anrufen, aber vor. Hat das hier ein bisschen laut im Hintergrund, kann das sein? Ja, er macht eben mal Lärm. Oh, der die Kram da macht, das ist der an. Da weißt du, wo der Lärm herkommt. Adnan, was machst du für Lärm? Und sonst so? Ja, du hast Stöpsel in den Ohren. Wir fangen an, YouTube zu drehen und du. Du musst aber sauber machen. Ja. So. Ja, wir bekommen immer wieder Anrufe. Eine Minute. Immer wieder Anrufe aus heute Morgen aus Erfurt, wo wir dann sagen, das Auto, wir brauchen das Auto für das Problem, was die Auto macht. Ja, kurz vorher die Geschichte, dass das Auto schon in vielen Werkstätten gewesen ist und die das nicht hingekriegt haben. Ja. Wir können es nicht am Telefon. Doch, ich sage per PayPal, erstmal 5.000 Euro Überweis und dann versuche ich das am Telefon zu lösen, aber die 5.000 sind schon weg. Nee, klar, vollkommener Quatsch. Geht natürlich nicht. Heißer Tipp für ambitionierte Hobbyschrauber und für kleine Kfz-Werkstätten ist fast ein Profigerät, CRP Mod 3 von Lorch. Das Ding hier kann 55 Marken auslesen. Er kann alle Steuergeräte auslesen. Er hat 28 Servicefunktionen. Das heißt, ich kann AdBlue zurückstellen, die Bremse zurückstellen und so weiter. Kann man im Fabuka-Shop nachlesen, was er alles kann. Das ist unglaublich viel. Und das Ding kostet normalerweise 950 Euro. Das gibt es jetzt mit einem kleinen Ratschkasten-Bitsatz dabei, der im Wert von 40 Euro kostet das Ding jetzt im Fabocup-Shop 539 Euro. Und da gibt es noch eine Videoschulung dazu. Also es gibt keinen Grund, das Ding nicht zu kaufen. Geht in den Fabocup-Shop, die ist echt begrenzt, die Zahl. Also haut rein. Ist einfach so. Ja. Autos müssen wir hier haben, Termin machen, vorbeibringen, auch wenn er aus Erfurt kommt. Bitte anrufen, das Auto bringen. Die Leute kommen aus München, aus Berlin, aus Hamburg, aus Wesseling. Was weißt du, man nimmt um die Ecke. Ja, von überall kommt. So, und was hier, das mit dem Anlasser und was der Flo hier hinter im Hintergrund am Reparieren ist, auf sich hat, schaut euch mal das Video an. So, hier haben wir hier so Dinge und der Abteilung kann auch doof laufen. Sieh, erzähl mal, was ist hier mit dem Wagen? Ja, die haben den Wagen reingebracht, der Fahrer hat gesagt, er hat hier irgendwas stehen vom Motorschaden. Dann haben wir da angerufen, nochmal nachgefragt und die sagt, nee, Motorschaden hätte er nicht. Da steht nur Motorservice. Dann bin ich zum Auto gegangen, hab dann halt mal geguckt, was zeigt er irgendwie an. Dann war gar nichts, hab den Wagen gestartet, war auch nichts. Hab dann einmal Gas gegeben und dann ging Kontrollleuchte an. Was für eine Kontrollleuchte? Ein kleines Dreieck links unten. Und aus dem Augenwinkel hatte ich gesehen, dass dann drin stand irgendwas mit Motorservice. Dann war das aber wieder weg. Hab ich den Wagen ausgemacht, wollte ihn nochmal anmachen, um zu lesen, was da steht. Dann sprang er aber schon nicht mehr an. Dann stand halt da Motorservice, Werkstatt aufsuchen, bin dann ausgestiegen. Und dann hörte ich, dass irgendwas am Laufen ist. Dann bin ich erstmal reingegangen in die Werkstatt, hat dann einen dazugeholt, um das mal zu kontrollieren, was jetzt wirklich damit ist. Und dann haben wir geguckt, haben wir Haube aufgemacht und dann hörte man halt ein Geräusch. Das hörte sich fast so an, als würde hier oben, also es kam von hier oben irgendwie, als wäre der Turbo irgendwie am Laufen oder so. Ne? Aber der Motor selber war aus. Und dann haben wir einfach nur die Batterie abgeklemmt, Batterie wieder angeklemmt und dann war das Geräusch weg. So, pass auf, jetzt haben wir den Effekt wieder, wenn wir die Batterie anklemmen. Achtet drauf, Achtung. Ist weg. Oh, das war's. War ja dann bei euch auch hinterher wieder weg, ne? Ja, genau. Wir haben den abgeklemmt, wieder angeklemmt und dann war das Geräusch weg. Und dann haben wir erstmal nichts dabei gedacht und haben dann gesagt, wir gucken jetzt heute einfach mal in Ruhe nochmal weiter. Gut. Vielen Dank. Gerne. Wir wissen natürlich, was es ist. Dafür haben wir jetzt hier nochmal kurz aufgebaut, wie so ein Starter funktioniert. Also, Starter. Hier haben wir volle Plus von der Batterie und hier haben wir voll Minus von der Batterie. Hier ist ein Magnetschalter drin, nennt sich das. In dem Moment, wenn ich hier jetzt eine Spannungsversorgung drauf gebe, da an dieser Stelle, klack, seht ihr, dann zieht hier ein Magnet an, über einen Hebel drückt er hier vorne das Ritzel rein, der kriegt schon eine leichte Drehung und geht dann in den Kranz rein von dem Schwungrad und bringt den Wagen dann an zu drehen, dreht zu 250 bis 300 Umdrehungen, Motor springt an. Wenn man dann wieder loslässt, geht das Ganze wieder zurück. Achso, der zieht das nach vorne, jetzt habe ich noch vergessen. In dem Moment wird hier hinten eine Brücke, dieser Magnetschalter zieht eben hier rüber und hier wird eine Brücke geschaffen von hier zu dieser Leitung zum Motor und dann kriegt er volle Leistung. Dann kann man jetzt mal sehen, wenn ich hier drauf Spannung drauf gebe. Bam. So, und dieses Geräusch ist ja so ähnlich, wenn man sich das Knicken mal wegdenken würde.
Da fragt man sich. Woran hat's gelegen? Ja gut, woran hat die Lehen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt die Lehen? Wie kann es sein? Hört mal das Geräusch jetzt hier. Der dreht jetzt, ist aber nicht mehr eingeschert. Weil, wenn ich hier Saft drauf gebe, ne, also wenn der Magnetschalter ranzieht, gibt er ja, drückt er hier einfach, macht er eine Brücke hier rein und gibt hier Spannung in den Motor. Da. Was ich jetzt hier mechanisch mache. Wir haben jetzt den Wagen dann hochgehoben. Und das ist echt ein Ding. Das müsst ihr euch anschauen. Also, wir entdecken ja öfters mal kuriose Sachen hier in der Werkstatt. Hier kommen natürlich auch viele kuriose Sachen zu uns. Das ist jetzt wirklich ein Stammkunde von uns, den wir bedienen. Und ich kann jetzt gar nicht mehr so viel verraten. Das müsst ihr euch eigentlich anschauen. Was da geschehen ist, ist so extrem gefährlich. Es kann ganz viel schlimmer werden als das, was jetzt geschehen ist. Jetzt ist es ja nur so, dass der Anlasser, komm mal rum, Yoshi, dass der Anlasser sich dreht. Ich schloss noch ein bisschen tiefer runter, damit du überhaupt drankommst. So, müssen wir mal gucken, dass wir nehmen das jetzt gerade selber auf, dass wir dran sind. So, und schaut mal, schaut euch das mal an. Ich komme jetzt von der anderen Seite hier mal mit den Fingern rein. Da liegt ein Werkzeug drin. Und dieses Werkzeug. Hat er nicht abgeklemmt, ne? Nee. Da. Da ist es wieder. Macht da hinten diesen Kurzschluss. Oh, es ist jetzt noch festgebacken. So, pass auf, du. Pass auf. Mach die Batterie ab. Komm. So. Oder. Oh. Viel gefährlicher ist das. Das lass ich mal rum, Yoshi. Muss von der Seite ran gucken. Oh, das, was jetzt gerade gespatzt hat, ist bei hier, guck mal, kann man das jetzt sehen, Joscha? Ja. Zwischen da nach da zum Minus und Kurzschluss gegangen ist. So, und dann ist diese Plusleistung voll auf Minus, weil das Werkzeug hier, komm, wir gehen mal rüber zu dem, guck dir das an, wie das aussieht. Das Werkzeug, wenn das hier zwischen einen Kurzschluss macht, zwischen Minus und Plus, das war an dieser einen Stelle jetzt. Wenn das dazwischen einen Kurzschluss macht, dann kriegt ihr komplett, das ist eine direkte Verbindung zur Batterie rüber. Ist verständlich, ne? Oder? Ja. Ich will das jetzt hier nicht machen, weil dann geht uns der Anlasser kaputt. Vielleicht doch machen? Nee, lieber nicht. Das ist einfach, weil da kann die Batterie explodieren. Aber eigentlich juckt es mich so ein bisschen. Nee, ich lass mal. Also was auf jeden Fall geschehen ist, ist, dass dieses Werkzeug hier zwischen lag. Dazwischen und dazwischen. Ich muss noch mal einen Schraubenzieher zuholen. Zwischen 30, genau. Zwischen 30 und darüber. Da. Da, seht ihr? Ich habe das jetzt im Schraubenzieher unterstützt. So, das ist jetzt nicht so schlimm. Der Anlasser, der dreht sich natürlich ohne Ende. Der dreht sich immer weiter. Relativ hohen Verschleiß. Problematisch ist eher, wenn es da zwischen und dazwischen kommt. Und ihr könnt ja auch sehen, wie der hier schon gespratzt hat und gefunkt hat. Also, an die Werkstatt, die an diesem Fahrzeug dran waren, das waren wir nämlich nicht. Selbst wenn ein Werkzeug runterfällt, da ist nämlich der Zahnriemen gemacht, die ganzen Autos sind ja wegen Zahnriemen hier. Selbst wenn ein Werkzeug runterfällt, muss man suchen, wo es hingefallen ist. Weil das Ding hier, aber das juckt mich doch ohne Ende, das mal hier zu machen. Oh ja, könnt ihr recht sehen. Guck mal hier, ich bin nur einmal ganz kurz dran gekommen. Da. Was das für einen Effekt hat. So, wenn das dazwischen gekommen wäre und das braucht nur von dieser Stelle einmal so rüber zu kippen, wie es ja gerade auch schon geschehen ist, da innen drin, dann brennt das Auto ab. Also, was sagst du? Das verschweißt sich. Ja, genau, das verschweißt sich da komplett rein und macht das Auto fackelt ab. Weil da gibt es keine Sicherheitsmaßnahme mehr. Das Ding ist voll auf Plus. Ich glaube, Hauptleitungskabel ist nicht abgesichert, weil da müsste man ja eine 400 Ampere Sicherung reinmachen. Das ist nicht. Also, Abteilung, achtsam sein, wenn irgendwo was reinfällt. Habe ich auch noch nie gesehen. Und, aber so ist es. So, jetzt geht's weiter mit neuem aus der Werkstatt. So, Hammer, oder? Ja. Das ist das Werkzeug, und da, also haben wir ja schon alles gesagt, aber das ist auch wirklich, das kann echt dramatisch sich verändern. Und wir haben jetzt hier den Anlasser ausgebaut,
Müsstest du die Schraube noch abmachen? Ja. Was das dramatisch verändert? Also das Auto könnte sich dramatisch 13. verändern, wenn das ziemlich richtig am Brennen ist. So, und den Anlasser, den haben wir ausgebaut. Nicht mal. Weil der stinkt. Der ist natürlich ohne Ende viel gelaufen, weil er den da kurz geschlossen hat. Und also der riecht, und das, sowas können wir nicht mehr drin lassen. Der stinkt. Der funktioniert zwar jetzt noch, aber der riecht schon ganz schön nach Strom. Und da gucken wir jetzt, machen wir den mal auf und schauen mal. Oh, da müssen wir was abmachen. Und schauen mal, wie der innen dran aussieht. Oh. Passt da? So. Deckelchen. Uiuiuiui. Der riecht elektrisch. Guck mal, hier riecht elektrisch. Hier ist richtig, richtig schwarz hier in den Rändern. Also er hat, glaube ich, einen ziemlich heftigen Kohleabrieb. Warte, machen wir mal weiter auf. Hier drin hat es auch. Ja. Hat's auch. Nein, aber das geht noch. Hier, das ist das Interessante, glaube ich. Wie der hier innen drin aussieht. Wie schwarz der ist. Ah. Kann man hier hinten auch noch aufmachen. Da hinten sind die Kohlen drin. Das riecht ihm schon ein bisschen nach, als wenn die Kohlen ziemlich gefeuert hätten. Oh. Ja. Hier kann man auch den Kollektor sehen. Der ist normalerweise, ist ja so kupferfarben. Und der ist so etwas rötlich angelaufen, das ganze Ding. Ja, das ganze Ding ist in den Lagern. Guck mal, wie vorne und hinten, da sind die schon, haben die schon leichte Verfärbungen dran. Boah. Ja, guck hier, da sind mal die ganzen Kohlen drin hier. Ja. Vor allem auch das Planetengetriebe hier. Wie viel Spiel da hier drin schon ist. Ja. Das ist alles Kunststoff. Guck das an hier. Hier drin. Scheiße. Ja. Das wurde schon was länger so gelaufen, ne? Klar, ein bisschen Abrieb ist ja normal, aber... Ja, ja, aber das ist ganz schön. Das haben wir vermutet, dass der genauso aussieht. Genau. Oh, die Kohlen geht doch noch. Ja, aber riech mal dran. Lecker, ne? Wenn der... Das ist ja jetzt nur passiert, weil der jetzt nur die Hauptwicklung hat laufen lassen und den Anker drehen lassen, ohne dass das Ritzel eingespurt war. Genau. So, und wenn das Ding aber hier rüber geht und direkt auf 50 geht, also auf die Betätigung vom Starter, das haben wir ja auch schon mal gesehen, dann sieht das so aus. Weil dann dreht der Vollgas mit. Also so. Wird der vom Motor mit angetrieben. Genau, dann wird der vom Motor mit angetrieben über die Übersetzung und dann fliegt der komplett auseinander. Das ist dann total Hammer. Aber wir wollen das jetzt hier gar nicht schmälern. Ich meine, das haben wir ja schon jetzt 2-3 Mal gesagt. Ne? So ein Werkzeug kann dafür sorgen, dass so ein Auto abfackelt. Dann gibt es gar kein Hin und Her. Batterie explodiert, Kabel brennt ab oder ja, was das ist, ich. Das ist dann, wenn dieser Anschluss oder dieses Werkzeug da reinfällt und macht die Brücke zwischen 30 und 30 31. Und einfach an 31. Ja, habe ich im Video gesagt. Hast du gesagt, ja. Ja. Also, nochmal, wenn so ein Werkzeug drin ist, nicht einfach sagen, ach, ich finde es jetzt nicht mehr, komm, so eine Nuss kostet ja nicht so viel, scheißegal. Da kann böse Sachen passieren. So, wenn ich mit so einem Auto fertig bin und ich räume meine Werkzeugkiste ein, sehe ich ja, dass dieses Teil fehlt. Ja. Und dann gucke ich doch, wo es ist. Musst du den zurückgeben? Ist das ein Austausch? Ich glaube nicht. Okay. Jetzt haben wir da drüben noch einen Motor. Da ist auch ein dickes Ding. Schau mal. Ja, musst du mit? Ja. Komm mit. So, hier haben wir einen schönen leckeren Motorschaden. BMW. Von dem BMW. Aus Freude am Zahlen. Genau, was ist passiert? Kette gerissen. Die muss normal zusammen sein. Schaut euch das an. Wie die auseinandergerissen ist. So, da fragt man sich, woran hat die gelegen? Woran hat die gelegen? Ich kann dir sagen, woran hat die gelegen. Also, das ist ja die erste Kette. Die Kette von der Kurbelwelle geht hier rauf zur Kraftstoffpumpe. So, das ist die erste Kette. Ja. Treibt die Kraftstoffpumpe an. Von der Kraftstoffpumpe aus gibt die zweite Kette. Die Kraft wird dann weiter übertragen. Hier rauf. Zu den Nockenwellen. Zu den Nockenwellen. So. Jetzt denk mal, oh, guck mal hier, das ist eine viel dünnere Kette als die hier. Ne? Klar, die haben eine dickere gemacht, weil die natürlich
die Pumpe mit antreiben will. Aber wie kann denn so eine Kette reißen? Weil hier der Spanner, guck mal hier, da läuft die Kette normalerweise dran vorbei. So hier, da läuft die Kette dran vorbei. Ja. So, ich beleuchte das mal ein bisschen. Hier ist ein Öldruck-Spanner. Spanner und hier ist die Führung im Prinzip dafür, um die Kette auf Spannung zu halten. So, und da wird irgendwas mit dem Spanner passiert sein, weil hier ist das dann hinter da rausgebrochen. Die Teile liegen noch irgendwo in der Ölwanne drin. Und dann schlackert das Ding natürlich ohne Ende rum, hat ohne Ende Spiel. Und dann reißt die durch. Was geschieht dann? So eine fette Kette. Die reißt durch. Hier oben ist ja noch ein Zylinderkopf drauf. Auf dem Zylinderkopf ist die Nockenwelle drauf, Einlass-Auslass-Nockenwelle drauf und die reißt. Dann gehen die Kolben natürlich rauf. Das Ventil ist schon. Kann man hier sehen? Komm mal rüber, Basti. Basti, sage ich schon. Basti, Patrick, Sebastian. Ja, genau. Leck mich in die Tüte. Müssen wir uns alles merken, sowas. So, da an der Stelle kann man sehen, wie die Ventile aufgeschlagen haben. Siehst du das? Dieser Rand, der da unten drin ist. Ja, dann sind die aufgeschlagen. Das Problem ist bei dem, dass hier die Ventile recht gerade drin stehen. Also die stehen nicht schräg drin. Wenn der Kolben dann drauf wird, macht er die krumm. Die sind ganz gerade drin und dann schlägt er nach oben, staucht das Ventil zusammen. Die Kraft geht dann weiter hier oben auf den Kipphebel drauf. Ne, dieser Kipphebel wird ja hier von den einzelnen Nocken betätigt. So, geht gerade rauf die Kraft. Und was macht der Kipphebel? Der bricht, macht schlapp. Breakdance. Knack macht er. Knack, bricht weg. Ne? Also weil die Kraft hier so drauf geht, blopp, bricht er weg. Ganz gerade hoch und dann ist das schwächste Glied nachher. Genau, wie auch hier, das ist der nächste. Also sind ganz viele weggebrochen. Hier auf der anderen Seite ist das Hydro. Da, wo die Ventile gerade aufstanden und nach oben geschossen wurden. Jetzt denkt man, naja, dann ist das hier weggebrochen. Okay, kann natürlich sein, aber guck mal hier, der Halter. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wow. Genau, die hat so viel Kraft, dass der komplette Halter von den Nockenwellen weggebrochen ist. Kann man hier an der Seite auch noch sehen, wo war es? Da. Hammer, oder? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Was da für Kräfte sind. Ja, wenn du Pech hast. Das muss ja dann im hinteren Teil hier gewesen sein. Genau, die zwei Ventile, die hochgeschossen sind. Ja. Und dann die Nockenwelle so weit verbogen haben, dass das. Genau, dass die Nockenwelle nicht weggebrochen ist. Ja. Ne? Also, das ist echt ein kapitaler Motorschaden. Den macht der Adnan jetzt wieder fertig, den Wagen. Das ist richtig kräftig. Ja. Ja, und warum? Kette. Ja. Und wie viel Sorgen haben wir mit Ketten? Als wenn das eine neue Erfindung wäre, ne? Auto knapp 200.000 Kilometer gelaufen. Naja, aber für BMW reicht das ja wahrscheinlich. Ne? Ja, für BMW ist ja bei 180.000 die Lebenszeit von so einem Auto zu Ende. Ne? Und dann darf der Motor, reicht ja auch 200.000. Ist ja so. Ja, ja. Früher haben die Motoren 500 gemacht. Ja. Und jetzt machen die 200.000, 300.000 Kilometer rutsch, kaputt. Guck mal, unsere alten 126 Mercedes, 124 Mercedes. Ja. Unser hat, glaube ich, jetzt knapp 400.000. Da käme ich nicht mal auf die Idee, nach einer Kette zu gucken. Weil das Problem gab es da nicht. Was könnt ihr tun, um Vorsorge zu treffen? Ja, nichts. Nein. Eigentlich wichtig ist regelmäßig Ölwechsel. Machen. Ölwechsel, ganz Ölwechsel wichtig. Ist ganz, nicht den Intervall, den die Hersteller sagen, 20.000, 30.000 Kilometer, lieber 10.000, 15.000 Kilometer. Das beten wir ja jedes Mal. Das ist das Einzige, was ihr aktiv tun könnt. Es sind aber auch schon viele Kunden, die zu uns kommen und sagen, ich möchte gerne einen Ölwechselintervall machen, so wie sie in ihren Videos vorgeben. Genau, weil das ist das, was man tun kann und das hilft bei VW ganz, ganz viel. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier geholfen hätte, keine Ahnung, aber das ist eben das, was man tun kann. Auto nicht im kalten Zustand stark beschleunigen. Hohe Drehzahl, kalter Motor. Bis der erstmal warm ist. Und immer auf jeden Fall den Ölfilter. Da müsst ihr euch auch mal schauen. Ich meine, so ein Ölfilter. Ist der Motor kalt, gib ihn 6,5. Genau. Ne, so ein Ölfilter, guck mal, was das für ein kleines Kackding drin ist. So. Ja. Da, das geht gar nicht, wenn der unter Volllast ist, dass das ganze Öl da durchfällt. Da gibt es Bypassbohrungen und da wird ein ganzer Teil nicht gefiltert, weil es sonst zu Mangelschmierungen kommen kann. So, und jetzt ist so ein Filter, guck mal, was da für ein Pipi-Dingen ist. Da sind 30.000 drin, da geht ja fast nichts mehr durch. Das geht nicht. Das ist, als wenn ich einen Kaffeefilter, als wenn ich den 5 Tage benutze. Ab dem zweiten Tag schmeckt das komisch.
Ja, ist so. Das schmeckt dem Motor genauso komisch. Genau, und dem schmeckt das so komisch, dass er irgendwann eine Grätsche macht. Ja. Ne? Also das ist einfach das, was ihr da draußen tun könnt, ist einfach regelmäßig in den Öl da hängt wechseln aber auch alles und sogar vielleicht öfters noch. Da hängt ja auch die Lagerung vom Turbolader mit dran. Genau. Ne? Das Öl, das verdreckte Öl, was ich da habe, geht auch durch den Turbolader. Und der wird ja nur durch einen Ölfilm geschmiert. So, und wenn ich da nur Dreck durchschicke, ja, muss ich nicht erwarten, dass das Ding lange hält. Ja. Ist leider so. Und dann haben wir diese Magermix-Motoren, da kommt das nächste Thema. Und dann haben wir heiße Verbrennungen, dann haben wir Verguckungen und. Also, dann kommen unsere Hybridfahrzeuge. Ich fahre 80 km/h mit dem Fahrzeug und auf einmal geht der, und der Motor geht hoch und ist auf direkt auf 2.500 Umdrehungen. Aus dem Nichts, aus dem Stand. Die pumpen zwar Öl vor bei den Dingern, aber trotzdem, der muss sofort muss er da sein. Und ja, wenn ich da unregelmäßig Ölwechsel mache, dann habe ich genauso die Arschkarte. Das kann es gar nicht. Es ist, als wenn wir direkt aus dem Bett ausspringen und direkt 1.000 Meter oder erstmal Bungee-Jumping machen oder sowas. Dann reißen Hüften eben auch raus. Oder die Muskel. Ja, oder so. Ja, genau, wie beim Skifahren. Ne? Hans-Jörg. Könnte auch passieren. Mal gucken, wie der läuft. Guck mal, geht doch mal ganz normal, Hans-Jörg. So geht der gerade. Beim Skifahren war nicht so. Ja, aber guck mal ganz kurz, wie er da den Berg runter geht. Ich habe ihm die Ski geholt und guck mal ganz kurz, wie er den Berg da runter geht. So, was passiert, wenn Jürgen nicht mehr Skifahren kann? Er hat eine Zerrung, glaube ich. Aber ich glaube eher im Kopf. Ey, ich bin nur noch zwei. Nein, ich komm, Jürgen! Genau das Ding haben wir hier. Hier konnte er nicht mehr aufstehen. Genau, er ist runtergekugelt. Erstmal. Schönes Video, ne? So kommt man auch einen Berg runter. Ja, sehr schön. So, Adnan, bist du wieder am Schlafen? Ja, leider scheiße geworden. Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen, ne? Ja, Lecko. Guck dir das an. Wie viel haben sie denn? Hier haben sie die, haben wir den Injektoren rausgeholt, weil der Wagen immer wieder einen Rußpartikelfilter zu hat. So, und dann hat der Adnan, was sagst du hier? Leck mich an die Tüte. Da hat irgendeiner vom zweiten Zylinder. Hier sind sie. Wo sind die Injektoren? Sind die schon zurück oder was? So, und wenn man da unten reinschaut, kann man mal sehen, wie die das da unten bearbeitet haben. Super. So, da kann man sehen, wie das was da für Ränder schlecht sind. Bearbeitet wurde. Da hat einer gefräst, der mit dem Fräser nicht umgehen kann. Und so sieht es normal aus. Und dann noch einen weiter rüber. So, und so sieht es normal aus. Vielleicht ein bisschen besser rein. Ja. Also. Schön sauber. So, nochmal zum Vergleich. Wenn man sieht, so da drüben, da hat einer richtig Scheiße gebaut. Das Fräsen ist ja in Ordnung. Wenn so ein Injektor undicht ist, dann drückt der die Abgase an der Dichtung hier unten, drückt er die vorbei hier hoch und nach außen raus. So, und dann wird das da unten ganz leicht gefräst. Aber dann messe ich tatsächlich, wie viel habe ich da weggenommen beim Fräsen. Genau. Da gibt es dann eine Ersatzdichtung, eine etwas dickere, die ich dann da reinmache. Ja, aber du sagst, hier sind sogar zwei Dichtungen drauf gewesen, ne? Hier unten. Ich kann da keine zwei Dichtungen drauf machen. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Wenn er Pech hat, kann er nämlich einen neuen Kopf drauf machen. Ja. Das ist nämlich die Lösung. Ne? Wie viel hast du gemessen, wie viel Unterschied ist? Noch nicht. Achso, du bist noch dabei. Erstmal festzustellen, wie viel haben die da überhaupt weggenommen. So, er misst jetzt genau bis auf die abgefräste Fläche. Adnan, hast du die Kupferdichtung schon da? Yeah. Adnan, ja, bitte. Hast du die Kupferdichtung schon da? Das Döschen mit der Kupferdichtung? Ist da. Ja, wo da? Da. Ich finde es nicht da. 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 Gefunden. War aber auch tatsächlich da, wo es hingehört. So, hast du ausgemessen oder was? Also, man müsste noch mal ganz präzise messen, aber es ist ein Millimeter Unterschied zu dem hier, zu dem ersten. Also ein Millimeter. Ein Millimeter. Ach du Scheiße. Und der ist ja noch nicht fertig. Den musst du ja erst mal glatt machen. Die Problematik ist, wenn jetzt der Injektor, also das ist ja jetzt schon ein Millimeter. So, und jetzt nochmal einen Millimeter drauf. So, dann haben die ja nochmal einen Millimeter mit direkt gemacht. Und wenn der Injektor jetzt nicht an der richtigen Stelle sitzt, das heißt, ein Millimeter tiefer im Brennraum
oder vielleicht zu weit nach oben im Brennraum, dann spritzt dich hier in den Seiten raus, dann passt das Spritzbild nicht mehr. Dadurch habe ich eine Rußbildung. Durch die Rußbildung habe ich eine Verkokung und eine Verrußung des Rußpartikelfilters. Der muss andauernd regenerieren. Der regeneriert natürlich so, indem er die Einspritzzeit verändert. Das ernährt sich dann von alleine, das Ding. Das wird dann wieder verrußt, immer noch mehr. So, was wir jetzt machen müssen, da ging es mir jetzt eigentlich hier drum, wir haben hier verschiedene Größen von Kupferregeln, ne, könnt ihr sehen, verschiedene ja, Stärken. Da sind schon dicke dabei, boah. Ne, da sind schon richtige Knüppel dabei, wenn man das jetzt hier im Vergleich sieht zu dem hier, da haben wir schon fast 2 mm. Was wir jetzt machen müssen, ist das ganz genau ausmessen zum Vergleich zum ersten Zylinder, zum Vergleich zum zweiten Zylinder, ganz genau ausmessen und dann nehmen wir die passende Scheibe da rein, dass es ganz genau passt, aber das kann man nicht nur mit einem Messschieber hier machen, das müssen wir genau mit einer Mikrometer, haben wir eine Mikrometeruhr, haben wir da. Ja. Können wir das ganz genau ausmessen, dann wissen wir den Unterschied, rechnen das drauf und tun die dementsprechende, die richtige Kupferscheibe da rein und dann... Und du musst erst vorher bearbeiten und dann kannst du erst messen. Genau. Also das, was da versaubeutelt wurde, muss jetzt erstmal wieder richtig blank gemacht werden, sauber als Oberfläche, genau wie es im ersten auch ist. Dann messen und dann gucken, was dann an genau, und das Werkzeug dafür haben wir natürlich auch hier. Kupferring. Das muss ich jetzt wieder suchen. Nee. So. Das hier ist der Fräskopf, mit dem das gefräst wird. Hier steht ja drauf. So, und hier kann man das dann auch, das wird dann hier unten eingesetzt. Das wird dann hier unten festgemacht und dann kann man das hier mit dem Fräskopf ganz sauber abfräsen und hinterher auch dann mit der Mikrometerschraube ganz genau ausmessen, in was für einer Tiefe. Mikrometeruhr meine ich ja. In was für eine Tiefe das ist. Das muss um 100 cm. Mit der Uhr messen wir gar nichts mehr. Guck dir das mal an. Ach, hat einer benutzt und einfach da reingeschmissen? Ja gut, wir haben noch eine andere. Ist ja irgendeinem hingefallen. Hat er gar nicht gemerkt. Bestimmt nicht gemerkt, ne? Fragt man sich, woran hat er gelegen? Gut, okay, und damit wird das aber auf jeden Fall sauber gefräst und dann kann man da unten, ne, das sind so Fräsköpfe, da kann man dann... Und wenn dieser Fräskopf nicht sauber ist da unten und ich drehe dann, dann habe ich genau diese Rubbels, die man da drin sieht. Also dann geht das... Dann... Ja. Reibt das da drüber. Ja, wir haben eine andere Mikrometeruhr, das nehmen wir dafür und dann. Gut, ihr Lieben. Ja. Spannender wieder, Tag wieder. Ja, spannend war's. Euch eine gute Zeit, lasst es gut gehen. Wir freuen uns aufs nächste Video. Daumen und hoch, abonnieren. Wir freuen uns aufs nächste Video. Hast du jetzt zurückgespult? Mhm. Und so bei dir? Danke. Und der Fuß, das Bein so? Hängt dran. Ja. Okay, und wir zwei gehen jetzt weitermachen, ne? Der hat an die alte Rakete. Ja, da ist die Rakete steckt immer noch im Motorraum. Hat das Ding super hingekriegt. Das könnt ihr euch mal anschauen. Echt schön blank geworden. Hat er echt mega, mega geil gemacht. So, das ist jetzt super sauber geworden. Echt schön. Ja, mega geil. Zum Vergleich nach vorne nochmal. Ja, ja. Genauso wie es da auch aussieht. Super, so cool. Ja. Sehr gut. Da kommt jetzt eine andere Dichtung rein, dann ist prima. Gut, okay. Auf jeden Fall haben wir da jetzt die Übergröße auch schon festgestellt. Da kommt jetzt ein anderer Kupferring drauf und dann wird das super, super sein. Wie gesagt, wichtig ist, an welcher Stelle der Injektor sitzt. Da kann man so nicht einfach irgendwie reinbauen. Okay, bis dann. Jetzt aber wirklich Schluss. Ne? Bis dann, tschüss.